Zum Tag gegen Armut und Ausgrenzung am 17. Oktober eine Veranstaltung zusammen mit der IG Sozialhilfe, unserem Projekt Historische Aufarbeitung Kinderheime und der Ausstellung von Walter Emisberger. When I go, die lange Geschichte vom Verdingkinderwesen, die Fehlwahrnehmung, dass die Kinderarbeit in der Schweiz mit dem Verbot für Industriekinderarbeit zu Ende gegangen sei. Das war aber nicht der Fall. Das ist noch 100 Jahre weitergegangen, eben in den landwirtschaftlichen Bereich. Die Verbindung von der Wissenschaft, von der behördlichen Praxis mit diesen Missständen, statt sie zu bekämpfen. Und der Umstand, dass eben gerade Kinder, die man eigentlich wollte, ja von einer schlechten Situation in eine bessere führen, also weil es natürlich tatsächlich immer auch schlechte familiäre Situationen gibt, wo man muss eingreifen. Dass es dann aber natürlich nicht angeht, dass sie noch schlechtere oder gleich schlechte Situationen kommen oder dass gar Leute, einfach weil sie arm sind oder weil sie einer ausgrenzten Gruppe angehören, die Familie wäre aber so weit intakt, dass man die Familie darum kaputt gemacht hat. Das ist nochmal ein weiteres Problem von dieser Geschichte. Speziell hat man das gesehen, der jenische. Ich verweise auf die Hintergründe von der Wissenschaft, von der Rassenhygiene, dass man die Unterschichten eben auch als für den Volkskörper minderwertig stigmatisiert hat. Und ich zeige dann auf, dass es immer Widerstand gegeben hat, dass Leute das kritisiert haben, schon damals, Betroffene, aber auch andere, dass man sie missachtet hat, dass Kritik nichts genützt hat, dass man Kritiker mundtot gemacht hat und dass eigentlich erst der tätige Widerstand von der Heimkampagne zusammen mit dem gesellschaftspolitischen Umschwung, auch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, eigentlich Schluss gemacht hat mit den menschenrechtswidrigen Praxen von der Freiheitsentzug, administrativ, ohne Gerichtsverfahren, von den Einweisungen aufgrund von den Vorurteilen und so fort. Aber, und das bin ich sehr froh, dass der junge Historiker Lucian Ochsner das auch betont hat und darauf hingewiesen hat, man darf jetzt nicht einfach sagen, heute ist alles in Butter. Der Spardruck tut auch heute noch fragwürdige Praxis in der im heutigen Pflegekinderwesen generieren. Also wenn man darf das nicht als Geschäft betrachten, das Kindeswohl, sonst kommt man auch wieder auf den Holzweg. Und was immer gilt, man darf nicht sparen an den Kindern. In den 60er, 50er, 60er Jahren hat es in der Schweiz Kindersklaverei gegeben. Also das Gleiche, was man eigentlich heute zu Recht auch kritisiert in Indien oder in den Drittweltländern, wo es das ja heute auch noch in grossem Umfang gibt. Also wenn jemand geschädigt wird und die Kinder sind geschädigt worden, die sind heute als Erwachsene geschädigt, die sind schwer traumatisiert, haben häufig psychische Probleme, die sollen auch entschädigt werden. Ich meine, wir sind in einem Rechtsstaat, wo eine Schädigung erfolgt ist, soll die auch entschädigt werden und nach Möglichkeit sollten die Täter auch verurteilt werden, soweit die noch am Leben sind, was natürlich nur noch bei der jüngsten Generation der Fall wäre. Aber auch da muss man sagen, hat der Rechtsstaat seine Lücken und ist da eigentlich nie fähig gewesen, auf dem Gebiet seinen eigenen Kriterien zu folgen. Also ich denke, es hat schon Verbesserungen gegeben, also das hört man auch von Betroffenen. Es gibt aber auch heute noch die Fälle von sexuellem Missbrauch, wo da Leute jahrzehntelang zig Leute missbrauchen können. Ganze Netzwerke offenbar, wo die Leute stützen und decken. Das, auch bis vor kurzem ist das in der katholischen Kirche. Das ist auch, das sind heutige Fälle in diesen Internaten, sogar in progressiven Internaten wie der Odenwaldschule. Also das kann in verschiedenen Gewändern ankommen. Kinder sind immer die Schwächsten und man muss immer ein Auge darauf haben, dass die Schwäche nicht durch skrupellose Stärkere ausgenutzt wird. I'm begging you to help me, please. Die Jugendhut hat sich eigentlich ordnungspolitisch verstanden. Sie hat die Jugend bewahren vor dem Abgleiten in ungute gesellschaftliche Tendenzen. Und sie hat zum Beispiel die Jenischen als zu beseitigende Gruppe definiert, der damaligen Rassenhygiene folgend vom Jörger. Und sie hat das mit einem Personal gemacht, das wirklich auch Dreck am Stecken hat. Also der
Gründer und langjähriger Präsident von der Pro Juventute, der Ulrich Wille, ist ein persönlicher Freund und Förderer von Hitler gewesen. Der Gründer und Leiter vom Hilfswerk Kinder der Lahrstrasse ist 1924 verurteilt worden als Pädokrimineller und hat trotzdem dann den Job bekommen als Vormund von Hunderten von wehrlosen jenischen Mündeln. Das sind leider Fakten. Sie hat sich entschuldigt mit einer gewissen Verzögerung. Und sie dokumentiert das auch auf ihrer Homepage und ich hoffe, sie wird es jetzt auch in ihrem 100-jährigen Jubiläum erwähnen. Im 75-jährigen Jubiläum hat sie noch einen Historiker abgeordnet, der das noch hätte sollen verteidigen, das Ganze. Die Ausstellung von Walter Emmisberger ist sehr eindrücklich, sehr karg in der Mitte, billig hergestellt, ärmlich, aber das passt gerade. Er schildert die Dokumente zum Teil von der Homepage von unserem Projekt. Er hat selber Bilder, Fotos gefunden und hat Installationen gemacht, sehr eindrückliche, mit Kerkertüren, mit Teppichklopfer, mit den Gürteln und weiss ich was, den Schlaginstrumenten mit Heubetter. Es ist sehr atmosphärisch, mit wenigen Mitteln einen szenografischen Rückblick im Gelungen auf die Geschichte. Es sind mehrere gekommen, die selber so eine Geschichte haben. Es sind viele Interessenten gekommen, es sind engagierte Leute gekommen. Es ist ein Veteran von der Heimkampagne gekommen, das hat mich besonders gefreut, der Herr Zanolari. Und wir haben auch ein Interview machen mit zwei Leuten, die eine Geschichte haben in diesem Umfeld.